Hallo, liebe Hungrige. Wir sind schon mitten in der türkischen Woche. Organisiert von Duygu vom Kanal Cook Bakery. Alle teilnehmenden Kanäle sind am Ende und in der Infobox verlinkt. Und bei mir gibt es heute Esogellin-Suppe, eine traditionelle und sehr leckere Hochzeits- bzw. Brautsuppe, um deren Entstehung sich viele interessante Geschichten ranken. Aber ich bin ja heute nicht der Märchenerzähler oder Historiker, sondern der Suppenkoch. Wir brauchen dafür rote Linsen, Bulgur, ihr könntet auch Reis nehmen, eine Zwiebel, wahlweise auch noch eine Knoblauchzehe, Tomatenmark, Paprikamark, Gemüsebrühe und Butter und, wenn wir hier mal weiterdrehen, als Pflichtgewürze Pfeffer, Salz und getrocknete Minze, gerne auch noch Paprika edelsüß und außerdem optional, aber sehr empfehlenswert, gemahlenen Kreuzkümmel, also Kumin, und Chiliflocken. Wer richtig türkisch kocht, wird wahrscheinlich eher Pul Biber verwenden, aber das ist ja hier nicht so weit verbreitet. Und außerdem Gemüse. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das kann Karotte, Knollensellerie und auch Kartoffel sein, eventuell kombiniert. Oder eben auch Champignons. Und ich habe mich für letztere entschieden, weil ich die Suppe so besonders lecker finde. Wir beginnen mit Vorbereitungsarbeiten. Schälen die Zwiebel und hacken sie fein. Putzen die Champignons und schneiden sie in dünne Scheiben. Nun geben wir in ein Sieb die roten Linsen und den Bulgur, spülen alles mit kaltem Wasser ab und lassen es dann abtropfen. In einen hohen Topf geben wir etwa die Hälfte der Butter und zerlassen sie darin, geben die gehackte Zwiebel mit hinein und dünsten diese an, immer mal umrühren dabei, bis sie glasig ist und langsam beginnt Farbe anzunehmen. Dann geben wir das Tomatenmark mit dazu, ebenso das Paprikamark und schwitzen beides mit an, dabei ständig umrühren. Bulgur und Linsen sind inzwischen abgetropft, wir geben auch diese mit in den Topf. Nun gießen wir die heiße Brühe an und weil es so viel ist, muss ich sie in zwei Gefäße verteilen. Bevor wir nun würzen, alles mal umrühren. Und nun geben wir dazu die getrocknete Minze, frisch gemahlenen Pfeffer, den Kreuzkümmel und ebenso die Chiliflocken. Außerdem schmecken wir noch mit Paprika ab. Und rühren dann alles gründlich durch. Und nun lassen wir die Suppe bei kleiner Hitze für ca. 30 Minuten köcheln, rühren dabei hin und wieder mal um und lassen sie dann weiter köcheln. In der Zwischenzeit zerlassen wir in einer Pfanne die restliche Butter, wir geben die geschnittenen Champignons hinein und braten diese unter gelegentlichen Umrühren darin an. Und dann geben wir sie mit zur Suppe. Abschließend schmecken wir nochmals mit Pfeffer und Salz ab. Wie gesagt, insgesamt ungefähr eine halbe Stunde köcheln lassen. Fertig ist die Suppe, wenn die Linsen fast zerfallen sind, der Bulgur aber noch körnig ist und etwas Biss hat. Und dann können wir diese leckere Suppe servieren. Wenn ihr habt, gerne auch mit ein bisschen gehackter Petersilie garnieren. Wirklich sehr, sehr lecker. Und das besonders Schöne, es muss nicht unbedingt Hochzeit sein, um die Suppe essen zu dürfen. Also ran an die Kochtöpfe. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Zubereitung und dann recht guten Appetit. Und vergesst nicht, euch die anderen Rezepte anzuschauen. Am Montag und Dienstag gab es da schon sehr leckere Sachen und das geht die ganze Woche so weiter. Und übrigens, falls noch nicht geschehen, ich freue mich natürlich sehr über euer Abo und die anderen Kanäle natürlich ebenso. Mir bleibt noch zu sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.